Ein herzliches Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Joel Media TV oder bei allen anderen Online-Plattformen, wo ihr dieses Video sehen könnt. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen zu unserem nächsten Thema in unserer Betrachtung in diesem Vierteljahr. Das Thema der Sabbatschule ist ja beschrieben mit der Verheißung, mit die Verheißung. Und in dieser Woche wollen wir uns den Bund anschauen. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, was die Grundlage war, warum Gott diesen Bund überhaupt gemacht hat, was das Problem war, das er damit beseitigen wollte. Und heute werden wir die Einführung dazu machen. Bevor wir das aber tun, möchten wir bitten, dass Gott unter uns ist, dass er uns die Gedanken leitet und dass das, was wir machen, für uns nicht nur Theorie bleibt, sondern vor allem auch Praxis wird. Himmlischer Vater, wir sind dir sehr dankbar, dass wir auch jetzt wieder gemeinsam dieses Studium betreiben können, dass wir uns anschauen können, was der Bund ist, was er beinhaltet. Und wir möchten dir danken, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, bitten dich aber vor allem, dass du uns hilfst, dass dieses Thema nicht nur graue Theorie bleibt, sondern dass wir es praktisch machen, dass es praktisch in unserem Leben einen Anklang findet, dass wir es umsetzen können und dass wir von dir geleitet werden. Hilf, dass jeder, der zuschaut und auch ich, zu dir näher kommen durch diesen Vortrag, dass du die richtigen Worte mir eingibst und dass alles zu deiner Ehre sein wird und du gepriesen wirst von jedem, der dieses Video schaut. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Ja, dieses Thema, der Bund, eine Einführung, das wir uns jetzt anschauen möchten in diesem Vortrag, ist, wie gesagt, auch nur eine Einführung. Also wir werden versuchen, in diesem Vortrag das ganze Vierteljahr abzudecken. Deswegen, falls sich jemand ein wenig daran stört, dass wir nicht ganz so in die Tiefe gehen können, das ist mir sehr bewusst und es ist schade, weil es, wie gesagt, so ein großes Thema ist. Wir wollen aber eine Grundlage schaffen, wir wollen so einen Blick von oben mal drauf werfen, um zu verstehen, worum geht es eigentlich. Und deswegen ist es dann umso besser, dann können wir die nächsten Wochen einschalten, wir können mit den weiteren Sprechern immer tiefer in das Thema hineingehen und verstehen, was dieser Bund eigentlich ist, was er bedeutet und was Gottes Absichten damit sind. Für heute ist es auch wichtig zu sehen, dass jeden Bund, den wir uns anschauen, der war damals gedacht und soll auch verstanden werden als in gewisser Weise Stück gegenwärtige Wahrheit für die damalige Zeit, aber auch ein Sinnbild und ein Teil von dem großen Bund, der auf Golgatha geschlossen wurde und mit dem Blut Jesu unterzeichnet wurde. Und so möchten wir uns heute dann anschauen, den Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, den er mit Abraham geschlossen hat, den er mit Mose geschlossen hat und dann später am Sinai erneuert hat, beziehungsweise bekräftigt hat. Und wir wollen uns vor allem anschauen, den neuen Bund, der für uns heute sehr wichtig ist und wo es wirklich praktisch wird dann. Deswegen möchten wir uns auch jetzt anschauen, was bedeutet eigentlich das Wort Bund, aus welchen Elementen bestand dieser Bund und ist dieser Bund einfach nur eine Abmachung, so nach dem Motto, ich gebe den Schokoriegel, du machst meine Hausaufgaben, das war's, oder steckt da mehr dahinter? Und dann natürlich, worin besteht der neue Bund? Weil das ist, wie gesagt, ein sehr praktisches Thema und es wird uns in das Studium von sehr vielen Büchern in der Bibel hinein begleiten. Ein paar allgemeine Dinge zu dem Wort Bund, weil das Wort Bund ist auch immer so ein Wort, man hört das sehr oft, aber man weiß nicht, was steckt dahinter, was ist das eigentlich? Das Wort Bund kommt im Alten Testament ungefähr 287 Mal vor, kann auch mit letzter Wille oder Testament übersetzt werden. Auf Hebräisch heißt dieses Wort Berit und das hat eben dieses ganze Spektrum an Übersetzungen. Der Ursprung von dem Wort ist unklar, man weiß nicht genau, woher er kommt. Aber letzten Endes bedeutet dieser Bund immer eine Sache, die zwei Parteien, die vorher unabhängig voneinander waren oder zumindest nicht eng zusammen waren, jetzt verbunden hat. Und so wie auch der Ehebund besteht der Bund im biblischen Sinn aus einer Abmachung und einer Beziehung. Das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, es geht nicht nur um die reine theoretische Abmachung, sondern es steckt viel mehr dahinter, was das dann auch wirklich lebendig macht. Wenn Gott einen Bund macht, dann bestätigt er diesen Bund mit einer Verheißung. Das finden wir zum Beispiel in Hebräer 6, Vers 13 und 17, wo das beschrieben wird, dass Gott diese Verheißung, das Versprechen gibt. Allerdings erwartet er von dem Volk, das können wir in 5. Mose 4, Vers 13 lesen, auch eine gewisse Art von Gehorsam. Das heißt, er gibt erst die Verheißung und dann wird Gehorsam erwartet. Und letzten Endes ist aber auch noch sehr wichtig festzuhalten, dass das Mittel zur Erfüllung immer in jedem Bund, ist unabhängig davon, welchen Bund wir uns jetzt anschauen werden, im großen Erlösungsplan, in dem großen Bund Gottes liegt. Das beschreibt Jesaja in Kapitel 42, Vers 1 und 6. Und bevor wir weitergehen, weil ich auch gesagt habe, dieses Thema muss auch praktisch sein. Ich muss ehrlich sagen, für mich war das sehr lange ein sehr trockenes Thema und immer wenn es um den Bund ging, irgendwie, ich wusste grob, worum es geht, aber es war nichts, was mich wirklich gepackt hat. Aber es muss, wie gesagt, praktisch sein, weil wir Christen sollen praktische Christen sein, so wie Jesus es gemacht hat, den Menschen geholfen hat, sich unter die Menschen gemischt hat und nicht nur die Kirchenbänke warm gesessen hat und sich darüber aufgeregt hat, der Prediger redet zu schnell, zu langsam, zu lange, was hat er für eine Krawatte und so weiter. Es geht um die Praxis, nicht nur um die Theorie. Und was ich hier sagen möchte ist, es geht letzten Endes nicht darum, ob Gott jetzt mit jedem von uns auch einen Bund schließt. Es geht vielmehr darum auch, ob wir diesen Verheißungen, die Gott gibt, auch Glauben schenken. Jetzt, was meine ich damit? Ich möchte mal eine Geschichte erzählen. Als ich damals noch in der Schule war, da hatte ich, wie soll ich es ausdrücken, das Privileg, mit einem strenggläubigen Atheisten in einer Klasse zu sein. Und naja, sagen wir so, er ist mir oft auf die Pelle gerückt und hat mich sehr provoziert. Ich weiß noch einmal, da hatten wir Deutschunterricht, da saß ich zwei Bänke hinter ihm und auf einmal dreht er sich so um und holt aus seinem Rucksack ein Buch raus und streckt es mir so ganz hämisch entgegen. Und dann habe ich gelesen, Richard Dawkins, Der Gotteswahn. Und wer das Buch kennt, darin wird quasi beschrieben, wie unsinnig es ist, an Gott zu glauben. Und ich wusste, er will mich damit provozieren. Und ich habe dann auch oft versucht, mit ihm zu reden und habe ihn versucht zu überzeugen, was im Übrigen kein guter Ratschlag ist. Wenn man versucht, Menschen zu überzeugen, die es partout nicht wollen, dann schadet man vielleicht der Sache Gottes sogar nur noch mehr. Jedenfalls damals habe ich dann mit ihm oft geredet und ich erinnere mich noch einmal, da haben wir dann auch gesprochen und irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du, ich glaube nicht an Gott, weil mich irgendwelche Beweise überzeugt haben, sondern weil mich seine Art und Weise, seine Liebe überzeugt hat. Und dann hat er mich auf sehr, sehr vulgäre und beleidigende Art und Weise gefragt, ob Gott mich vergewaltigt hätte oder warum ich an ihn glauben würde. Und da in dem Moment habe ich mir gedacht, entweder ich boxe ihm jetzt die Rippen raus oder ich weine oder sonst was. Und es ist nicht gut, wenn sowas in einem hochkommt, aber das sind so die Gedanken, wo Satan uns auch versucht, uns zu reizen. Jedenfalls habe ich es dann im Gebet vorgelegt und ein bisschen Zeit ist vergangen und dann kam wieder mal ein Gespräch und der war wieder sehr beleidigend. Und dann bin ich nach Hause gekommen an dem Tag und habe gesagt, Herr, ich habe keine Lust mehr, es bringt nichts, ich werde nie wieder von dir irgendwas erzählen, wenn ich immer nur diese Ablehnung erfahre, diese Beleidigung, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Und dann habe ich die Bibel damals genommen und aufgeschlagen und bevor ich weiterrede, wir dürfen die Bibel nicht so als Bibelorakel verwenden, wo wir aufschlagen und was sagt er heute? Heute sagt Gott im 18. Jahr des Königs Jerobeam und morgen sagt er zum Fest, aber hatte der Statthalter die Gewohnheit. Das ist falsch, wenn wir das so als Bibelorakel verwenden, aber ich glaube, wenn wir demütigen Herzens und ernsthaft vor Gott kommen und sagen, Herr, was kannst du mir aus deinem Wort sagen? Und wir sie dann aufschlagen, dass Gott durchaus auf diese Weise auch sprechen kann. Das habe ich schon oft erfahren und das erste Mal war in genau dieser Situation damals. Da habe ich dann nämlich die Bibel aufgeschlagen und ich bin gelandet bei Apostelgeschichte 18, Verse 9 und 10. Und wie gesagt, der Hintergrund war, ich habe damals gesagt, ich schmeiße alles hin, ich werde nie wieder darüber reden und ich habe keine Lust mehr. Aber dann habe ich folgenden Text gelesen und dort heißt es, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und da habe ich diesen Text gelesen und ich habe verstanden, Gott will mir sagen, fürchte dich nicht, sondern rede weiter. Ich muss ihn ja nicht zwingen zu irgendwas, aber ich muss ihn auch nicht überreden, aber ich kann einfach weiter erzählen, ganz normal. Ich meine, wir reden ja auch tagtäglich davon, wie es auf der Arbeit war, Wir reden über die Fußballergebnisse. Warum reden wir nicht über unseren Glauben so? Und dann im zweiten Teil hat er gesagt, ich bin mit dir. Niemand wird sich unterstehen, dir zu schaden. Er wird dir nicht keinen Schaden anrichten können, weil ich viele Menschen in der Stadt habe. Und als ich das gelesen habe, ist mir in dem Moment klar geworden, als wir damals gesprochen haben und ich dann gesagt habe, okay, jetzt lasse ich es bleiben, waren 5 andere Menschen um uns herum, alle gläubige Christen. Und ich habe mir dann gedacht, er war doch in der Unterzahl, nicht wir. Und jedenfalls hat Gott mir dann so gezeigt, mach einfach weiter. Und die Geschichte ging aber noch ein bisschen weiter, weil dann hatten wir im Englischunterricht, sollten wir Bücher vorstellen und ich wollte erst so einen komischen Krimi vorstellen, aber irgendwie hat Gott mich dann überzeugt, das nicht zu machen. Und dann habe ich Der Höhlenmensch vorgestellt, die Doug Batchelor Story, auf Englisch dann. Und ich wusste aber, dass eben er in dieser Klasse sitzt und dass da auch noch 2 andere da sitzen, die ähnlich drauf sind wie er. Und ich wusste aber, dass Gott mir diese Verheißung gegeben hat. Quasi so ein Mini-Bund gemacht hat, wo er diese Verheißung gegeben hat. Und ich wusste, wenn wir zurückkommen zu unserer letzten Folie, dass Gott quasi, wenn er diese Verheißung gibt und sagt, es wird alles gut, dass er dann von uns auch diesen Gehorsam erwartet, im Glauben voranzugehen. Und so habe ich dann auch gebetet und gesagt, Herr, ich möchte dieses Buch vorstellen, ich will auch den Menschen diese Geschichte erzählen, damit sie das hören, aber ich habe so Angst vor diesen 3 Atheisten, dass sie mich irgendwie lächerlich machen oder anfangen anzugreifen oder sonst was. Dann habe ich angefangen zu beten und das war sehr interessant, da war einer dabei, der hat auch im Religionsunterricht dann immer üble Bemerkungen gemacht, sagen wir so. Und ich habe dann gebetet für diese 3 und eine Woche bevor diese Büchervorstellung von mir war, bin ich dann in der Pause zufällig ins Klassenzimmer reingekommen und dann habe ich gehört, wie dieser eine Junge mit seinen Freunden über den christlichen Glauben geredet hat und ich habe nur mitbekommen, wie er dann meinte, naja, es hilft ja den Menschen schon irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, oh, jetzt geht es schon wieder los, es fängt wieder an rumzuspotten. Aber dann hat er gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich ungefähr eine Woche für die 3 gebetet, hat er gesagt, vor ungefähr einer Woche haben Dinge angefangen in meinem Leben, wo ich mir nicht erklären kann, warum. Und irgendwie fange ich an nachzudenken, dass es vielleicht doch was gibt da oben. Und ich habe in dem Moment gerade das Fenster zugemacht, weil es kalt war. Und da bin ich so stehen geblieben und habe gesagt, lieber Gott, das war jetzt nicht wahr, oder? Und wenn ein Atheist anfängt nachzudenken und sogar sagt, ich fange an nachzudenken, weil ich diese Dinge nicht erklären kann, dann muss da eine höhere Macht im Spiel gewesen sein. Und als ich dann den Vortrag gemacht habe, das war echt interessant, derjenige, vor dem ich auch so Angst hatte, der hat die tiefgehendsten Fragen gestellt hinterher. Und was ich damit sagen will, ist, Gott hat für mich damals diese ganzen Umstände so zurechtgerückt, dass ich es ertragen konnte. Er hat die Verheißung gegeben, hat gesagt, niemand wird dir schaden. Und es hat mir auch tatsächlich niemand geschadet. Der eine Junge, von dem ich vorhin berichtet habe, der hat zwischendurch dann blöde Kommentare abgelassen, aber irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, hab doch ein bisschen Respekt. Und damit war er dann auch ruhig. Und hinterher, ich glaube 5 oder 6 Leute wollten dann dieses Buch haben. Da habe ich das Buch bestellt und konnte ihnen diese Bücher schenken. Und ja, was ich damit sagen will, ist Folgendes. Es ist einfach, wenn Gott solche kleinen Versprechen gibt, wenn er diese Bünde mit uns macht, vielleicht haben wir nicht so einen Bund bekommen wie die biblischen Personen, aber wenn Gott diese kleinen Versprechen uns persönlich gibt und sagt, mach das, geh im Glauben voran, dann dürfen wir auch getrost im Glauben vorangehen und müssen keine Angst haben, dass wir irgendwie irgendeinen Schaden erleiden. Weil es ist doch Gottes Problem. Wenn er etwas verspricht, ist es nicht unser Problem, ob er das hält oder nicht. Wir können ja eh nichts daran ändern. Aber wenn Gott es versprochen hat, dann ist er auch in der Lage, das zu halten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, eben zu verstehen, dass diese Bünde, diese Dinge praktisch sind in unserem Leben. Und so möchten wir uns jetzt anschauen, wie in dem Leben von unserem Archefahrer Noah dieser Bund praktisch wurde. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 18, wo Gott sagt zu ihm, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. In diesem Kontext hat Gott Noah gerade mitgeteilt, die Erde vernichten zu wollen durch eine Wasserflut. Er hat ihm gerade gesagt, die Erde ist so böse geworden, ich werde sie vernichten, ich werde sie auslöschen. aber er hat ihm auch gesagt, ich will sie nicht vollständig auslöschen. Ich möchte, dass die Menschen trotzdem noch weiterleben, diejenigen, die dieses Angebot annehmen. Und er hat gesagt, mit dir will ich einen Bund aufrichten, du sollst in die Arche gehen und du wirst überleben. Und Gott war quasi derjenige, der dann gesagt hat, ich sorge dafür, dass das passieren wird, dass es nicht scheitern wird, dieser Bund. Die Frage, die wir uns jetzt hier stellen müssen, ist, war dieser Bund eine einseitige Sache? War der Bund nur davon abhängig, was Gott macht? Und die Antwort darauf ist nein. Gott hat das Versprechen gegeben, er hat diesen Bund aufgerichtet, aber die Frage ist, und da möchte ich gleich noch einen Text mit euch lesen, in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wir finden gleich am ersten Vers dieses Kapitels, wo die Bibel sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also Gott hat das Versprechen Noah gegeben, aber es war Noahs Sache, dem zu glauben, weil für ihn stand unheimlich viel auf dem Spiel. Weil was wäre, wenn Gott dieses Versprechen nicht gehalten hätte? Dann hätte Noah machen können, was er will, er wäre mit dem Rest der Welt untergegangen. Und es ist schon hart, wenn man so drüber nachdenkt. Für uns ist das so selbstverständlich, das ist eine schöne Geschichte. Wir wissen, Gott hat es gesagt und Noah hat die Arche gebaut und ist er eingestiegen, hat ein bisschen gewartet und dann hat es geregnet und Wasser und alles tot und so weiter. Und wir erzählen die Geschichte und sehr schön, aber wir müssen uns mal vorstellen, Noah war auch nur ein Mensch wie wir damals. Und Gott hat ihm angekündigt, dass es regnen wird und dass aus der Erde Wasser hervorbrechen wird. Ich meine, damals hat es nicht geregnet, da ist nur so ein Dunst aufgestiegen, der die Erdoberfläche bewässert hat. Und deswegen, was ist Regen? Wie soll er sich das vorstellen, dass auf einmal die Erde aufbricht und da Wasser nach oben schießt? Wie soll das passieren? Und dann hat Noah ihm das zwar geglaubt, aber dann standen immer noch 120 Jahre vor ihm, diese Arche zu bauen. 120 Jahre, wo nichts passiert ist dergleichen. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, der Dunst steigt auf, bewässert die Erde. Aber wo ist der Regen? 120 Jahre. Anfänglich haben manche Menschen ihm ja sogar geglaubt, wie wir es in Patriarchen und Propheten lesen. Aber irgendwann haben die Menschen dann das aufgegeben, weil sie sich dachten, nach 58 Jahren sind rum, passiert nichts und der baut immer noch an diesem blöden Schiff. Und dann selbst, als er in der Arche war, 7 Tage nichts passiert. Noah wusste das ja nicht. 7 Tage nichts passiert. Er wusste nur, er soll in die Arche gehen. Da wurde sein Glaube auch ziemlich geprüft. Weil dann sitzt er schon in diesem Schiff, das er gebaut hat, wo er jetzt 120 Jahre dran gebaut hat. Gott sagt, es wird regnen. Tag 1 geht rum, Tag 2. Die Menschen draußen fangen an zu spotten und sagen, hahaha. Tag 3, 4, 5, 6, 7, nichts passiert. Das war unglaublich. Nein, es war glaublich. Für uns erscheint es unglaublich, aber Noah hat es trotzdem geglaubt. Und deswegen, als Gott diesen Bund gegeben hat, war es eine zweiseitige Sache. Gott verspricht, aber die Menschen müssen im Glauben gehorchen, dass es auch so kommen wird. Hätte Noah nicht geglaubt, wäre der Bund hinfällig gewesen. Nicht, weil Gott nicht treu ist, aber weil die Menschen ihren Teil nicht getan haben dazu. Und dann, hinterher, gab es den nächsten Bund, den Gott gegeben hat. Nachdem die Flut dann quasi vorbei war, sagt Gott in 1. Mose 9, Vers 15 und 16, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Also nachdem die Flut dann um war, hat Gott gesagt, jetzt werde ich an meinen Bund wieder denken und ich werde sogar noch ein Zeichen geben durch den Regenbogen, dass so eine weltweite vernichtende Flut nicht wieder kommen wird. In der historisch-kritischen Bibelbetrachtung sagen viele, diese Flut damals muss lokal gewesen sein, da ist vielleicht irgendein Fluss über die Ufer getreten. Es kann keine weltweite Flut gegeben haben, aber wenn wir uns die Archäologie anschauen und das ein bisschen näher betrachten, dann deutet alles auf eine weltweite Flut hin. Aber das würde jetzt zu weit führen. Jedenfalls, wenn es tatsächlich nur eine lokale Flut gegeben hätte, dann würde Gott jedes Mal sein Versprechen brechen, wenn wieder irgendwo eine Überschwemmung stattfindet. Weil er doch sagt, dass dieser Regenbogen als Zeichen gegeben ist, dass diese Flut nicht mehr kommt. Deswegen muss es eine weltweite Flut gewesen sein. Den nächsten Bund, den wir dann in der Bibel finden, wurde mit Abraham geschlossen. Das Wort Bund taucht zum ersten Mal in der Geschichte mit Noah auf, dann aber immer wieder und das nächste Mal dann bei Abraham. Und dort lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gott hat hier Abraham diesen Bund gemacht und er hat gesagt, ich möchte dich zu einem großen Volk machen, durch dich werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Du sollst ein Segen sein und ich werde diejenigen segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Das waren die konkreten Verheißungen, die er Abraham gegeben hatte. Jetzt ist aber auch die Frage, was bedeutet es, wenn Gott sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker oder alle Geschlechter, je nachdem, was man liest. Um das herauszufinden, müssen wir ins Neue Testament, in das Buch Galater. Und Paulus schreibt hier im 3. Kapitel in Versen 6 bis 9 und 29, was es für uns bedeutet, was dahinter steckt. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Und jetzt kommt der wichtige Text. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wir haben in der letzten Woche schon uns den Schöpfungsbericht angeschaut und haben gesehen, dass Gott direkt nach dem Sündenfall schon das erste Versprechen auf den großen Bund gegeben hat. Und wir sehen durch das, was Paulus hier im Galaterbrief schreibt, dass der Fortschritt des Evangeliums auf der Erde durch Abraham wiederholt bzw. ausgebaut wurde. Und auch hier sehen wir wieder ganz klar, das Alte Testament gehört genauso zum Neuen Testament, genauso zum Evangelium dazu. Und hier ist es so, dass Gott dem Abraham damals zunächst so eine Mensch-Gott-Beziehung angeboten hat, gesagt hat, ich werde dein Gott sein, ich werde dich herausführen. Und dann aber hat er ein kleines Gebot dazu bekommen. Denn nachdem Gott ihm dieses Versprechen gegeben hat, heißt es in Vers 4, in Kapitel 12, in 1. Mose, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Das heißt, nachdem Gott das Versprechen gegeben hat und gesagt hat, ich werde dich groß machen, ich werde dich segnen, du wirst dein Segen für die Völker werden, hat Abraham im Glauben gehandelt. Weil wenn wir uns das vorstellen, Abraham hat damals in Haran gelebt, das ist im heutigen Iran, und Kanaan, wo dann die spätere biblische Geschichte stattfindet, ist einige 100 Kilometer davon weg. Abraham war noch nie in Kanaan und Gott sagt zu ihm, ich werde dich dahin bringen, zieh aus von hier, ich werde dich groß machen. Und was hat Abraham gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob das gut wird, hast du das auch alles im Blick und was mache ich mit Versicherung und Arbeit und Job und meine Kinder sind hier zur Schule gegangen und nein. Die Bibel sagt, er ging. Das heißt, bevor Abraham im Glauben handeln konnte, musste er Gott kennenlernen. Und das ist das Wichtige. Wenn Gott einen Bund schließt, dann bietet er immer den Menschen erstmal eine Beziehung an, bevor er etwas von ihnen verlangen kann. Weil, wenn wir es so betrachten, wenn wir, mal angenommen, ich hätte heute Geburtstag und ich stehe heute Morgen auf und gehe aus der Tür raus und dann steht da einer meiner besten Freunde und sagt, hey, ich habe eine Überraschung für dich, komm, steige in mein Auto, wir fahren irgendwo hin und ich zeige dir was Schönes. Dann steige ich ein, fahre mit dahin, alles ist gut. Wenn ich jetzt aber Geburtstag habe und ich stehe auf, gehe aus dem Haus und da steht ein maskierter Mensch mit Sturmmaske, wildfremd, kenne ich nicht, der sagt zu mir, ich habe eine Überraschung für dich, steige in mein Auto. Kein Mensch würde sowas machen. Und ich auch nicht. Und genau so ist es auch eine Beziehung mit Gott. Bevor wir im Glauben handeln können, müssen wir erstmal mit ihm eine Beziehung aufbauen. Und diese Beziehung dauert manchmal ein paar Jahre, weil man kann nicht gleich von 0 auf 100 springen. Aber wenn wir diese Beziehung haben, dann dürfen wir auch getrost sein, wenn wir im Glauben vorangehen, dass es gut wird. Und im Falle Abraham ist es definitiv gut geworden, weil wir kennen ja die weitere Geschichte. Und Gott hat ihm das gezeigt. Und weil Abraham Gott geglaubt hat, heißt es hier in Kapitel 15, Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Im Hebräischen heißt es, dass Abraham gerecht wurde, weil er Gott geglaubt hat. Und das ist auch das, was wir vorhin im Galaterbrief gelesen haben, was dort Paulus geschrieben hat, dass, wenn wir Gott glauben, dass damit das Evangelium quasi erfüllt ist, dass wir dadurch gerecht werden vor Gott. Dann möchten wir noch einen Schritt weiter gehen. Das war der Bund mit Abraham. Dann schauen wir uns an den Bund mit Mose. Und den finden wir im 2. Buch Mose, die Verse 6, 2. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Den Bund, den Gott hier mit Mose gemacht hat, ist auch mehr oder weniger eine Wiederholung zu dem Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Dazu möchten wir uns mal das im Vergleich anschauen. Beide Bünde, die Gott gemacht hat, sowohl mit Abraham als auch mit Mose, bezeichnen eine besondere Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Also Gott sagt, ich will euer Gott sein, ich will euch segnen, aber er sagt auch, ihr sollt mein besonderes Volk sein. Dann zeigt es, dass Israel ein großes Volk werden soll, und letztlich noch, dass auch ein Gehorsam erforderlich war, dass Gott diese Versprechen auch wahrmachen konnte. Und auch dabei ist es nicht so, dass Gott sagt, ihr macht, sonst mache ich nichts. Das Problem bei der Sache, was man sehen kann, ist, was eigentlich kein Problem ist, sondern vielmehr eine schöne Tatsache, dass Gott mit den Menschen kooperiert. Und auch wenn wir später in den Mosebüchern dann zum Beispiel von dem Fluch und dem Segen des Gesetzes lesen, dann ist Gott bereit, beides zu geben, aber es hängt da von der Entscheidung der Menschen ab, was Gott letzten Endes erfüllen kann. Und so sehen wir in diesem kleinen Beispiel, dass jeder Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, eigentlich nur ein Sinnbild oder ein Hinweis auf den großen Bund ist, den Gott durch Jesus auf Golgatha mit uns geschlossen hat. Jeder Bund hängt irgendwie miteinander zusammen. Und wie wir eingangs gesagt haben, jeder Bund war in seiner Zeit gegenwärtige Wahrheit. Weil im Falle Abraham war es ja so, Abraham sollte im Glauben gehorchen und Gott würde ihn zu einem großen Volk machen und ihm viele Nachkommen schenken. Zur Zeit Moses war es so, dass das israelitische Volk ein besonderes Volk sein sollte, dass Gott es segnen würde, es in das verheißene Land bringen würde. Aber es sind alles Sinnbilder für den einen großen Bund, dass wir, wie Petrus es später auch schreibt, für Gott ein heiliges Volk sind, ein auserwähltes Volk, ein heiliges Priestertum, besondere Menschen, die dazu auserdacht sind, seinen Charakter der Welt zu zeigen. Und dadurch sollen wir auch im geistlichen Sinne zu einem großen israelitischen Volk werden. Aber es ist unsere Entscheidung dazu erforderlich. Und falls es jetzt noch ein bisschen diffus klingt und nicht so ganz eindeutig, deswegen dürfen wir uns freuen, in den nächsten Wochen, wo wir es noch tiefer studieren werden, wo wir jeden Bund genau auseinandernehmen werden und schauen werden, was steckt dahinter und was bedeutet es eigentlich. Und sowohl damals zur Zeit Moses als auch heute ist es so, zuerst hat Gott das Volk gerettet, zuerst hat er diese Beziehung den Menschen angeboten und dann kam der Gehorsam. Und heutzutage ist es auch so, wie es zum Beispiel in Galater 1 und 2 geschrieben steht, Jesus rettet uns erst von der Sünde und dann lebt er sein Gesetz in uns aus. Andersrum kann es nicht funktionieren. Wenn wir uns anschauen, was Gott weiterhin zu Mose gesagt hat, das haben wir gerade auch gelesen, aber nochmal möchten wir das hier uns anschauen. Dieser kleine Aspekt in 2. Mose 6, Vers 7, wo Gott sagt, und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. In diesem Text wird ziemlich deutlich, dass, so wie auch wie bei Noah, es eine Dynamik ist. Also es ist nicht nur so eine einseitige Feststellung, eine einseitige Verpflichtung, es ist eine Dynamik. Gott sagt, ich will euer Gott sein, aber ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Und was meint er damit? Damit meint er, dass auch das Volk einen Teil zu erfüllen hat, damit dieser Bund auch in Erfüllung geht. Ich möchte es auch ein bisschen praktisch noch erklären und auch ein Beispiel aus meiner Erfahrung geben. Jesaja 50, Vers 4 ist ein Vers, der seit einiger Zeit mein morgendliches Gebet ist. Und dort heißt es, Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt Morgen für Morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das ist ein sehr schöner Text und ich finde, dieser Text macht ganz deutlich, was das Evangelium praktisch ist. Jeden Morgen sage ich, Herr, hilf mir, dass ich ein Segen für andere sein kann und leg mir auch die Worte in den Mund, gib mir die Zunge eines Jüngers, damit ich diejenigen, die ein ermutigendes Wort brauchen, damit auch erquicken kann. Und ich habe mein Vater war früher Jugendfreizeitleiter und er hat viele Freizeiten veranstaltet, manchmal 2 oder 3 im Jahr. Und ich erinnere mich an ein Mädchen, ich erkläre gleich warum, die damals auch dabei war. Und vor 2 Wochen hat sie in ihrem Instagram-Status ein Bild gepostet, wo sie drüber geschrieben hat, Liste von 50 Leuten, die mein Leben positiv beeinflusst haben. Und dann habe ich gesehen, auf Stelle 16 stand der Name von meinem Vater. Und auf Stelle 17 stand mein Name. Und da habe ich sie angeschrieben und habe gefragt, warum wir die Ehre haben, da auftauchen zu dürfen. Und dann hat sie mir erklärt, was sie meinem Vater schön fand, dass er den Menschen immer eine Chance gegeben hat und auch wenn schwierige Leute dabei waren, dass er sie nicht verurteilt hat, sondern ihnen die Chance gegeben hat. Und dann hat sie geschrieben, du hast mir damals mal gesagt, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, aber wir haben wohl irgendwie geredet. Und dann habe ich ihr wohl gesagt, dass Jesus mit den Fischern über das Menschenfischen gesprochen hat, mit den Hirten über das verlorene Schaf, mit einer durstigen Frau über das lebendige Wasser. Und das hat sie mir dann geschrieben, dass das für sie sehr beeindruckend war. Und ich wusste gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe, aber sie hat gesagt, jedes Mal, wenn ich jetzt vor schwierige Situationen gestellt werde, wo ich mit Menschen rede, wo ich mit denen überhaupt nichts anfangen kann, die mich zutexten oder die Dinge reden, die ich überhaupt nicht verstehe, dann erinnere ich mich an diese Worte und weiß, dass ich ihnen so begegnen muss, wie sie es verstehen. Nicht wie ich, sondern wie sie es verstehen können, wenn ich sie erreichen möchte. Und wie gesagt, ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, aber das ist das Schöne, dass Gott uns so die Worte in den Mund legen kann, dass wir Menschen das sagen, vielleicht ganz unbewusst, das aber so eine große Auswirkung hat auf sie. Und es war schon sehr schön zu sehen, dass auch, wenn es Jahre später war, immer noch so nachwirkt. Und eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ich war damals mit einer Freundin von mir in Stuttgart unterwegs, auf der Königstraße. Und irgendwie hatten wir so die Idee, dass wir den obdachlosen Menschen anbieten, ob wir ihnen was zu essen kaufen können. Weil ja, wir irgendwie dachten, es ist doch schön, wenn wir das machen können. Und dann haben wir das gemacht und eine Frau, die hat es dann abgelehnt. Sie hat gesagt, ich habe gerade schon was gegessen. Dann haben wir gesagt, dürfen wir dir wenigstens Geld geben? Und dann haben wir das gemacht. Und dann kam ihre Freundin, die auch obdachlos war. Und die kam so um die Ecke und hat so, sah ganz lustig aus, irgendwie wie so eine Giraffe um die Ecke geschaut. Und dann habe ich sie angeschaut und sie fragte, habt ihr auch was für mich? Und dann haben wir gesagt, ja klar, gerne. Und das war schön, weil wir sind dann mit ihr wirklich tief ins Gespräch gekommen. Und irgendwann hat sie uns dann gefragt, wer seid ihr, was macht ihr und warum macht ihr das? Weil aus ihrem Denken ist eben so, viele Menschen kommen nur und werfen halt so 50 Cent oder so in den Kaffeebechern, laufen weiter. Aber Da wir auch an dem Morgen gebetet haben und gesagt haben, Herr, hilf uns, dass wir den Menschen helfen können, dass wir ein Segen für sie werden, dass wir uns für sie interessieren, das hat sie sehr beeindruckt. Und dadurch, dass sie dann gemerkt hat, wir interessieren uns wirklich für sie und wir kommen nicht nur und werfen ihr ein Brötchen in den Kopf und sagen, iss oder stirb, sondern wir haben wirklich Interesse, da hat sie dann angefangen zu erzählen, warum sie auf der Straße lebt und so. War eine sehr schöne Erfahrung und das ging ja so weit, dass sie auch gefragt hat, seid ihr Christen? Und dann haben wir gesagt, ja, sind wir. Wir sind Siebenten-Tags-Adventisten. Und so kamen wir dann immer weiter ins Gespräch. Und um es abzukürzen, es war eine sehr lange Erfahrung, aber wir haben ihr dann sagen können, wo die nächste Adventgemeinde ist. Und wir haben ihr dann auch so ein kleines Büchlein dalassen können. Und als wir dann weggegangen sind, haben sie noch uns quasi so nicht hinterher gerufen, aber so miteinander gesprochen und gesagt, wenn alle Menschen so wären, dann wäre die Welt besser. Und man muss immer aufpassen, dass man bei so einer Erfahrung nicht sich selber nach vorne stellt. Und es geht mir nicht darum, zu zeigen, was ich alles gemacht habe und wie toll ich bin, weil ich weiß selber, es gibt so viele Momente, wo ich das alles zurückhalte, obwohl ich es einfach weitergeben könnte. Auch wo ich mich dann irgendwie schäme und sage, nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Und ich will nur sagen, es gibt Momente, wo wir das erleben, wie schön es ist, wenn wir das weitergeben. Und praktisches Christsein ist eben nicht nur, dass wir uns in der Sabbatschule die Köpfe einschlagen oder diskutieren und dass wir die Kirchenbänke warm halten, sondern es ist Praxis, den Menschen zu helfen. Und es ist auch für mich sehr einfach, hier vor der Kamera zu stehen und was zu erzählen. Aber das Wichtige und Entscheidende ist eben, machen wir das, was Jesaja hier gesagt hat. Und das ist hier eine Prophetie über den Messias, dass Gott uns die Zunge eines Jüngers geben wird. Dass er uns morgen für morgen aufweckt, damit wir hören, wie Jünger hören und dass wir dann die Worte weitergeben, die Gott uns sagt. Das ist das, was wahres Christentum ist. Und es ist mein Gebet, dass das immer weitergeht in meinem Leben, wie auch in dem Leben derer, die jetzt zuschauen, weil es darauf letzten Endes wirklich ankommt. Und damit möchten wir auch schon übergehen dann zu dem neuen Bund. Der neue Bund, das klingt irgendwie so nach dem Motto, der alte Bund ist stinkig, faulig, braucht man nicht, braucht einen neuen Bund. Und das Problem bei der Sache war, der alte Bund bestand im Wesentlichen darin, dass Gott sein Gesetz gegeben hat und das Volk gesagt hat, ja, wir werden alles tun, was du sagst, haben sie dann nicht. Und dass Gott dann einen neuen Bund aufrichten musste, der nicht so kaputt geht, nicht so zerbrechen kann. Und von diesem neuen Bund lesen wir im Alten Testament. Und auch da sehen wir, alles Evangelium und alles Neue beginnt im Alten Testament. In Jeremia 31, Vers 31 bis 34 heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Auch hier sehen wir wieder genau das Gleiche. Die Bünde, die Gott vorher geschlossen hat, immer wieder geht es darum, Gott gibt ein Versprechen, Gott will etwas für sein Volk soll etwas Besonderes für ihn sein und sie sollen dem dann auch handeln. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Auch hier in dem neuen Bund sehen wir beide Aspekte, Gnade und Gehorsam. Und wir sehen alle Bünde, die wir uns jetzt angeschaut haben, es geht im Prinzip immer ums Gleiche und jeder Bund deutet auf den einen großen Bund hin. Und auch da, man darf nicht den Fehler machen, in dieses strenge, nach Regeln, nach Strukturen gelebte Christsein hineinzurutschen. Weil ich habe letztens von einer Gemeinde gehört, die selber, sage ich mal, viele Probleme hatte, sich in tiefen Streitereien befunden hat und da waren keine Gäste da und wenn Gäste da waren, dann sind sie gleich wieder schreiend rausgerannt und haben alles liegen lassen und gesagt, hier komme ich nie wieder her. Und erst zu dem Zeitpunkt, wo die Gemeinde gemerkt hat, wir folgen irgendwie nur Tradition, wir folgen nur einem strengen Plan, es ist alles nach Plan getaktet, es ist irgendwie so leblos, es ist halt ein Körper, der da sein muss. Es ist, weil es halt so war. Erst als sie das aufgegeben haben und dann diese Streitereien beiseite gelegt haben, Gott um Vergebung gebeten haben, sich auf ein neues Leben eingelassen haben mit Gott persönlich, da hat angefangen, diese Gemeinde zu heilen, und plötzlich hatten sie dann, war vor Corona, an jedem Sabbat 20, 30 Gäste, wo sie vorher nur von träumen konnten. Da hatten sie vielleicht vorher in einmal im halben Jahr 2, 3 Gäste und jetzt auf einmal so viele, die da hineinkamen, weil es ganz offensichtlich war, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Auch der Prophet Jesaja schreibt davon, dass wenn die Herrlichkeit Gottes, wenn sein Charakter über seinem Volk aufgeht, dass dann die Heiden zu seinem Volk strömen werden. Das heißt, da heißt nicht, dass da ein paar Einzelne kommen, sich verirren und oh, ist das die Adventgemeinde, sondern sie werden hineinströmen, sie werden sehen, diese Gemeinde hat etwas, was wir nicht haben, das wollen wir haben. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an meine eigene Erfahrung. Ich bin zwar in einem adventistischen Elternhaus groß geworden und als Kind auch gerne mitgegangen, aber so in der Pubertät dann ein bisschen weg. Ich meine, ich war nie ein Ausreißerkind, ich habe nie Alkohol getrunken, ich war auch nie auf Partys oder so. Ich war halt einfach nicht so gerne in der Gemeinde. Aber als ich mich mit 14, 15 dann bekehrt habe, vor allem deswegen, weil Gott einen jungen Menschen in mein Leben geschickt hat, der gleich alt war wie ich und der aber voll im Saft stand. Also ich staune heute noch darüber, wie Gott ihnen in so jungen Jahren so ein Wissen gegeben hat. Und wenn er über seinen Glauben gesprochen hat, das war, also wie soll man sagen, man war so fasziniert, man war so begeistert irgendwie, und ich habe damals keine ausformulierten Gedanken gehabt, aber ich wusste, egal was er hat, ich will das auch haben. Und das war das, was mich so schwer fasziniert hat an ihm dann, weil hier an ihm auch dieser neue Bund erfüllt wurde. Gott hat sein Gesetz in sein Herz geschrieben. Er hat ihm gezeigt, was sein Gesetz bedeutet. Es ist nicht nur einfach ein böser Knüppel, es ist ein Weg in die Freiheit. Und für diejenigen, die letzte Woche zugeschaut haben, da habe ich das auch kurz angerissen, wo es um das Gesetz ging, dass Gottes Gesetz eigentlich kein Verbot ist, sondern mehr ein Versprechen. Wer das noch nicht gesehen hat, kann es gerne nachträglich anschauen. Aber das war für mich sehr offensichtlich damals, dass er das wirklich gelebt hat. Und das ist das, worum es im neuen Bund geht. Dass wir keine mechanische Beziehung zu Gott haben, sondern eine lebendige, und wir die Menschen nicht abschrecken. Und letzte Woche habe ich das auch schon gesagt, aber ich sage es auch jetzt nochmal, weil es für mich immer deutlicher wird. Ungläubige, die erkennen sofort, ob ein Christ ein reiner Namenschrist ist oder ob er es ernst meint mit seinem Glauben. Das mögen wir selber oder wir Christen vielleicht gar nicht merken, weil wir in diesem Denkschema, in diesem Muster drin sind, aber Ungläubige merken das sofort. Die wissen genau, du heuchelst oder du meinst das ernst. Ich möchte zum Abschluss noch ein Zitat lesen aus dem Buch Der Sieg der Liebe, Seite 311 und 312. Das Joch, das uns zum Dienst auferlegt ist, ist das Gesetz Gottes. Das große Gesetz der Liebe, im Paradies offenbart, vom Sinai verkündet und im neuen Bund den Menschen ins Herz geschrieben, bindet den menschlichen Arbeiter an den Willen Gottes. Christus selbst hat als Mensch das Joch des Dienstes getragen. Er sprach, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Hier wird aus Psalm 40, Vers 9 zitiert. Die Liebe zu seinem Vater, der Eifer für Gottes Ehre und die Liebe zur gefallenen Menschheit ließen Jesus auf diese Erde kommen, um zu leiden und zu sterben. Dies war die treibende Kraft in seinem Leben. Er fordert uns auf, diese Prinzipien zu übernehmen. Wenn wir hier festhalten, warum hat Jesus diesen Dienst gemacht? Hier steht Liebe zu seinem Vater, Eifer für Gottes Ehre und die Liebe zu den Menschen um ihn herum. Und da wir dazu aufgerufen sind, seinen Charakter wiederzuspiegeln und den Menschen zu zeigen, wie er wirklich ist, sollte das auch unsere Motivation sein. Und Gott sei Dank kann uns dabei helfen, diese Beziehung persönlich zu machen, dass es nicht nur reine schwarze Theorie ist, sondern dass diese Theorie, die sehr wichtig ist, vor allem in der Praxis umgesetzt werden wird. Zusammenfassend können wir also sagen, dass wir uns angeschaut haben, dass diese Sünde, die eingetreten ist, einen großen Riss in die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen gebracht hat. Es war ein großes Problem, weil sobald wir uns nicht mehr dem unterstellen, was Gott sagt, dann verlieren wir automatisch auch diesen Frieden und die Harmonie, die man haben könnte. Und man denkt immer so, dass wenn man sich unter Gottes Willen unterwirft, unter sein Joch stellt, dass das schlecht ist, weil ich meine, wer ist schon gern unter einem Joch? Aber wir müssen verstehen, was es bedeutet. Die Engel machen blind Gottes Willen. Habt ihr jemals einen Engel gesehen, der zu euch kam oder der in der Bibel gesagt hat, oh, ich habe keinen Bock mehr, keine Lust mehr auf Gottes Wille? Oder wenn wir Jesus anschauen, der unser Maßstab ist. Im Geist der Weissagung lesen wir ganz klar, kein Mensch soll unser Maßstab sein. Wir haben einen Maßstab und das ist Christus. Jesus hat nie gesagt, oh, ich hasse es. Wir haben hier gerade gelesen, dass er es sagt, ich liebe es, deinen Willen zu tun. Und Gott hat also diese Versprechen gegeben. Er hat mit diesen ganzen Bünden, die er geschlossen hat, ein Versprechen gegeben, wo er zeigt, ich werde diese Beziehung wiederherstellen. Ihr werdet die Möglichkeit haben, wieder in Frieden und Harmonie mit mir zu leben. Und es wird zu Ende kommen, dieses ganze Leid. Gott ist der Initiator, der diesen Bund aufrichtet. Und durch Verheißungen und Versprechen lädt er uns ein, dem zu folgen im Glauben. Lass uns zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns jetzt in dieser Predigt, in dieser Woche damit auseinandersetzen konnten, was diese Bünde sind, die du mit den Menschen geschlossen hast, mit Noah, mit Mose und Abraham. Und wir haben uns auch angeschaut, was der neue Bund ist. Wir bitten dich auch, hilf uns im weiteren Verlauf, in den weiteren Studien tiefer zu verstehen, was die Absicht damit war, und zeig uns, wie wir praktische Christen sein können, nicht nur Theoretiker, sondern Praktiker. Wir möchten dir danken, dass du mit uns warst, dass du uns geleitet hast und dass du uns alle Zeit liebst und alle Zeit führst. Im Namen Jesu. Amen. Deswegen möchte ich alle Zuschauer gerne einladen, auch in der nächsten Woche wieder zuzuschauen. Dann wird es mit dem Studium weitergehen. Wir werden klarere Erkenntnisse für das finden, was jetzt vielleicht noch ein bisschen oberflächlich oder unklar war. Wir werden tiefer einsteigen können und wir können unsere Beziehung zu Gott intensivieren. Und daher freuen wir uns, euch in der nächsten Woche hier bei Joel Media wieder begrüßen zu dürfen und mit euch dieses Studium durchzugehen. Amen.